Also das Blackout ist ein Ereignis, das lokal ist, das kurz, also das heisst, innerhalb der Tagesfrist wieder gelöst werden kann. Und eine Strommangellage ist eigentlich eine Lage, die es langfristig, also über mehrere Tage, Wochen oder Monate, zu wenig Energie im ganzen System hat. Also es hat mehr Nachfrage, wie eigentlich Energie da ist. Also, es gibt immer ein Risiko für eine Strommangellage. Das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz schon in einer Studie gezeigt, dass es immer ein gewisses Risiko gibt. Das Risiko hat sich jetzt aber akzentuiert, indem das in Frankreich die Hälfte vom Kernkraftwerkpark nicht zur Verfügung steht. Also mit denen tun wir ja eigentlich immer im Winter austauschen. Man hat den Ukraine-Krieg, wo die Gasimporte, aber auch Öl- und Kohlenimporte aus Russland in Frage gestellt wird. Und man muss sich überlegen, dass in Deutschland etwa 20% vom Strom wird mit Gas produziert. Also das ist ein Effekt. Jetzt hat man einen weiteren Effekt gehabt, den Sommer, der sehr trocken war, wo man auch wenig Strom in der Schweiz produziert hat. Die Stauseen könnten gefüllter sein wie jetzt. Sie sind noch in einem Mittel, in einem langjährigen. Und das sind so Kumulationen von zusätzlichen Risiken. Das ist immer ein bisschen abhängig von den äußeren Situationen. Aber wir gehen eigentlich davon aus, dass wenn es jetzt eine Kältewelle gibt, und man doch sehr schnell viel Strom braucht. Und jetzt bei uns hat zum Beispiel die Speicherseen schnell den Pegel würden verlieren, dann kann es sein, dass man irgendwie im Winterfall irgendwie vom Januar bis im April in einer Mangellage hat. Es kann aber auch andere Situationen geben, wo das vielleicht nur ein, zwei Wochen sind. Aber da sind eben verschiedene Szenarien möglich, wo man sich darauf vorbereiten möchte. Also merken würden Sie es in dem Sinne so, dass wenn eine Mangellage kurzfristig kommt, dann könnte es auch mal kurzfristig noch immer dunkel werden. Dann könnte man das System wieder restaurieren. Oder wenn man jetzt das angekündigt hat mit Ukraine-Krieg, mit den Kraftwerken, die nicht zur Verfügung stehen, dann merkt man eigentlich frühzeitig, dass es in eine Mangellage hingeht. Und dann würde der Bundesrat eigentlich Massnahmen beschliessen. Und es gibt verschiedene Massnahmen, die man umsetzen könnte, um so einer Mangellage entgegenzuwirken. Also die Massnahmen sind eigentlich vier Massnahmen. Die erste Massnahme ist freiwillig, das sind Sparappelle. Da würde einfach der Bund intensiv werben, dass die Leute doch Strom sparen sollen. Und das ist aber auf freiwilliger Basis. Und da werden sich Verwaltungen, wird sich auch Primeo Energie natürlich an der Nase nehmen und sagen, mal, wir sind Vorbilder und wir machen das. Und da werden auch andere, grössere Firmen sicher mitmachen. Nicht alle, aber es werden viele mitmachen. Denn wenn das nicht reicht, dann kommt es allenfalls zu Verbot von Anwendungen. Das heißt, man all das, was man nicht zwingend braucht oder wo nur Komfort ist, das soll man abstellen. Das sind zum Beispiel eine öffentliche Beleuchtung nach dem 10 Uhr abends oder eine Schaufensterbeleuchtung oder eine private Sauna oder das Bügeln von Hemmli, was es auch nicht zwingend braucht, damit es einem gut geht. Also das wäre dann verboten. Das ist die zweite Massnahme. Da braucht es aber Notrecht vom Bund, das sagt, das ist verboten. Dann eine weitere Massnahme, die man ergreifen kann, ist Stromkontingentierung. Da wären alle Grosskunden betroffen, alle über 100'000 Kilowattstunden Verbrauch im Jahr. Und die dürften einfach in dem Zeitpunkt ein gewisses Kontingent, also zum Beispiel 5-10% weniger Strom verbrauchen, wie im Vormonat vom Vorjahr. Also das wäre dann nur Grossverbraucher betroffen. Und als letzte Massnahme, die wir aber absolut nicht wollen, das wären die Netzabschaltungen, wo wir zyklisch immer 4 Stunden ein gewisses Quartier außer Betrieb nehmen, also dunkel schaltet und nach 4 Stunden wieder einschaltet und dann kommt das nächste Quartier, wo wir dunkel schaltet. Das sind so die 4 Hauptmassnahmen.
Also die Schweiz hat sich schon immer auf diese Sachen vorbereitet. Die Organisation, die ich leite, die Austral, die Stromversorgung in außerordentlichen Lagen, die gibt es schon seit 30 Jahren. Die hat die Konzepte vorbereitet, wo man jetzt natürlich noch mal am Durchspielen ist. Funktioniert das alles? Passt das alles zu der heutigen Zeit? Da ist man sehr gut vorbereitet. Und auch wenn ich schaue, jetzt im Gegensatz zu unseren umliegenden Ländern, da haben wir ein paar gute Massnahmen, dass wir eine Mangellage eigentlich unbeschadet durchkommen. Ja, sehr, sehr aktiv. Also wir haben eigentlich täglich Besprechungen. Wir stimmen uns täglich ab. Es gibt eine gute Interaktion mit den Kunden. Ich habe noch nie so intensiven Kundenkontakt gehabt. Und ich muss immer sagen, er ist auf Augenhöhe. Also man ist respektiert. Wir kommen ja nicht mit guten Botschaften zu den Kunden. Und es ist eine sehr intensive Zeit. Und wir hoffen alle, dass wir nicht in den Einsatz kommen. Also die Rückmeldungen, es gibt gewisse, die frustriert sind, dass jetzt die Energiewirtschaft jetzt nicht genügend Strom da zur Verfügung stellt. Wenn man ihnen aber erklärt, aus was für Gründen das ist, und ihnen erklärt, was die Alternative wäre. Also man könnte schon N-1 in der Stromproduktion machen. Das heisst, wenn etwas ausfällt, hat man wieder ein anderes Kraftwerk. Aber das würde die Kosten gerade verdoppeln. Einfach, man macht da, was mit Augenmass da ist. Und man tut sich jetzt vorbereiten. Und da sind eigentlich alle, also die Stimmung ist gut. Also es ist eine Aufbruchsstimmung, wo man sagt, ja okay, Energie ist ein wichtiger Teil. Also es gibt einen höheren Stellenwert, wo es vorher einfach ein Commodity war, hat es doch heute eine Bedeutung. Und das merkt man bei den Kunden. Also eben, die Firmen sind gefordert, bei dieser Kontingentierung sich vorzubereiten. Und jeder privat kann eigentlich einen Beitrag leisten, indem er auch schaut, dass er möglichst nur den Strom braucht, den er wirklich auch braucht. Ohne, dass er noch im Komfortbereich, also man kann den PC auch zwischendrin mal abschalten, man kann auch das Licht weiterhin abschalten, man kann bei der Raumtemperatur schauen, braucht es jetzt wirklich, muss ich wirklich im Winter dann im T-Shirt rumlaufen. Also da hat jeder die Möglichkeit, seinen Beitrag zu leisten zum Energiesparen.